Odo! Ja? Setzen wir die Segel? Hoffentlich endlich. Ja, wird eigentlich Zeit, ne? Wir gucken uns das mal an hier auf der Speerkarte. Odo! Ja? Die Speerkarte ist nicht so verbuggt wie der Tisch. Siehst du da? Ich kann sie anklicken. Wow. Ich kann sagen, was wir als nächstes angreifen oder was wir machen. Schon mal eine Verbesserung zu den letzten 15 Parts. Das ist super. Ich würde sagen, wir gehen ins Sturmsangtal. Die legendäre Flotte von Kultiras ist verschwunden. Sucht bei den zurückgezogenen Ozeanmystikern des Hauses Sturmsang nach Antworten, weil in der Vorstadt, die wir gerade gesehen haben, war das schönste Gebiet, oder? Ja, definitiv. Wir starten mal lieber mit dem Schönen. Dann haben wir nämlich mehr Bock aufs Add-on. So, wir machen das. Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Nehmen wir die Quest von Graumene hier auch noch an, oder? Wir nehmen alles an. Alles. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich glaube, das Spiel wird jetzt wieder ein bisschen zu laut, ja? Keine Sorge, sonst müssen wir so schreien. Außerdem ist der Allianzabgesandte bei. Ja. Dann gucken wir uns dieses Addon mal an. Ich würde euch ja auf Sturmherz reiten lassen, aber die Gezeitenweisen gestatten Besuche nur. Die meisten hier verehren die See, die anderen. So, sammelt Kriegsressourcen. Ah, guck mal, hier kann man auch nach später dann noch Sandalar. Tatsächlich. Ah, kann man. Ja. Good to know. Schadet nicht. Oh, wir können auf dem Wasser laufen? Wasseroberflächungsspannung aufrechterhalten. Wasserschreiter des Anglers. Hm? Habe ich dir nicht vorhin irgendwas gegeben? Du hast mir was gegeben? Nee, weiß ich nicht. Interessant. Wir brauchen eine Fähre zum... Wohin kann ich mit der Fähre fahren? Sturmsankabtei. Champion. Ah, okay. Das sind also quasi wie Flugpunkte, nur halt im Wasser. Aber wir wollen definitiv zur Sturmsangabtei. Los geht's. Oh shit, haben wir einen Stützpunkt gewählt? Hab ich vergessen. Hä? Ja, du willst doch jetzt nicht die Sandalar-Kampagne machen, oder? Ach so, das ist die Sandalar-Kampagne. Ist das die von Gen, die wir bekommen haben, oder was? Ja. Ja, dann können wir die auch abbrechen eigentlich. Oder? Können wir auch, oder ausblenden. Ja, ausblenden gut. Nicht nur um die Flotte heimzuholen, sondern um Kultiras zu heilen. Von der Infektion, wie Carsten sagen würde. Okay. Sehr interessant. Okay, und mit Leuten reden. Selbstverständlich. Irgendjemand hier muss etwas wissen. Eine ganze Flotte geht nicht einfach verloren. Ja, das irritiert mich auch, wie eine ganze Flotte einfach verschwinden kann. Ihr dort, wer hat hier das Sagen? Durchaus. Adriana. Schiff sicheres Geleit, wenn der Preis stimmt. Ihr seid beinahe so unausstehlich wie Bruder Allen. Der Bruder Allen. Ist das jetzt ein Nein? Und die ganze Flotte ist weg. Macht mich komplett fertig. Den Akzent. Öffnet eure Seelen den Gezeiten. Ihr Flüstern birgt Wahrheit. Wieso geht ihr nicht allen auf die Nerven, wenn ihr hier eure Zeit verschwendet? Herr Bolo, warum gehst du nicht ein? Das ist auch anstrengend, irgendwie dieser Piratendialekt. Akzent. Volle Kanne, Alter. Hier auf die Kette. Was kann ich tun? Stabilisiere ich den Rest. Frag Bruder Ille nach Informationen. Lasst uns von hier verschwinden. Hast du eigentlich immer noch Doppel-XP? Nee. Nee, es... doch, 3%. Das ist vorbei. Oh, ich bin aber auch zu 3% erholt. Siehst du, das ist von heute Nacht. Es ist letztendlich vorbei. Ich habe fast ein komplettes Add-on Double XP gehabt. Das ist schon rekordverdächtig. Das war schon absurd. Wo steht denn der Typ? Nee, der läuft hier runter ins Archiv. Wir nennen es jetzt einfach mal liebevoll Archiv hier. Ja, du standst da mit deinem Vogel vor. Hast du was gegen meinen dicken Vogel? Und das hier soll ein Archiv sein? Ich sag doch, wir nennen es liebevoll Archiv. Da hängen irgendwie so ein paar Zettel von der Wand. Du musst halt schon reingehen ins Archiv. Keine Besucher.
Es ist halt nicht groß, aber es ist ein Archiv. Ja, danke. Zwei Bücherregale. Drei. Hä, sei mal nicht so. Die haben aber viel Wissen angesammelt. Ja, es ist nicht viel. Das meiste ist in deren Köpfen, Bodo. Oh, weißt du, was mir auffällt? Eigentlich müssten wir unseren Hintergrund ändern. Wir sind ja gar nicht mehr bei Legion. Das stimmt. Damn. Machen wir vielleicht am Ende der nächsten Episode. Haben wir vergessen, wir haben ja unser UI extra Legion angepasst. Müssten wir es eigentlich schon wieder ändern. Was zum... What? Okay, und Ketzer, was ist denn mit dir? Hä? Ja, die wird so angegriffen, ich weiß ja nicht, was du so machst. Ne, hier wird noch gelabert, glaube ich. Ja, ja, immer nur Befehle verfolgt. Geheimnis erfahren. Unser Volk wandert auf dunklen Pfaden. Doch es gibt einige unter uns, die die Saat des Widerstands gesät haben. Ach, da ist der Bodo wieder. Wir waren gerade instanziert, scheinbar. Oder Pike in Brennerdom auf. Gebt ihm diesen Anhänger. Unsere okay. Arbeit steht erst am Anfang. Wie ist die Lage? Er wird eure Hilfe brauchen. Danke für eure Hilfe. Jetzt wir werden geht's. Liegt auf Sturmherz im Sturmsanktal. Sie kann uns am Anleger im Osten treffen. Da ist er. Und, jawohl! Geschafft! Nein! Wundert sich gesagt. Sah bestimmt aus deiner Sicht aus wie sie. Hast du es gesehen? Ja! Wie eines dieser Katzenvideos, die so Anlauf nehmen oder Hunde dann so. Zick. Richtig. Und dann springen und quasi nicht von der Stelle kommen und nur runterfallen. Guck mal, guck mal auf die fucking Map, wie viele Flugpunkte es gibt. Ich meine, gut, wenn ein ganzes Addon. Ist krank, ne? Was an? Deine Flugpunkte in dem Ding ist total krank. Vor allem, guck mal da unten. Nee, wo warst du gerade? Da hier bei Morales. Ja. Da sind quasi zwei direkt nebeneinander. Oder auch da drüber sind auch zwei direkt nebeneinander. Stimmt. Aber vielleicht sind das auch nicht diese Flugpunkte, sondern diese Fährpunkte. Ja, es kann sein, dass es auch Fährtenpunkte sind. Blaue und gelbe. Allerdings liegen auch manche blauen direkt im Land. Da kommt man mit einer Fähre vielleicht nicht hin. Also es sind halt echt, also es scheint wirklich wenig zu sein, Addon-Gebiete so, also, ja, mal gucken. Also, es scheint viel zu sein, ich freue mich, ich weiß noch nicht, was ich erwarten soll, aber... Dafür habe ich mein Leben lang wir gucken uns das mal an. Überzeugt die Miliz des Hauses Sturm sang die Blockade auf, okay. Gucken wir uns doch direkt mal an, wie das hier... Du hast auch schon Bergbau gemacht, du. Jo. Bist mir so einer, ey. Plus Knospe, 3300 Erfahrungspunkte. Ja, aber hier gleich Kräuter sammeln. Mitgesammelt, ja. Kann jetzt nicht schon wieder hinter dir herhängen, so. Moin, moin. Moin, moin. Ach, okay, und ich schau dir gnadenlos auf die Fräse. Ach du Heilige, ey. So, Bodo macht mehr Damage als ich. Nein. Lasst mich in Ruhe. Wofür haben wir das jetzt gerade gemacht? Ja, die Blockade hier beseitigen. Hier kommt man mit Nettigkeit aber nicht rein. Und ich sag dem auch einfach, greif mich einfach an, lass mich in Ruhe. Also ich töte ihn fast und er sagt zu mir, sieh zu, dass ihr Land gewinnt. What? Lasst bei ihm. Von euch hatte ich eh genug Blockade beseitigt. Ich bin jetzt mal richtig krass Mage drauf hier mit Schieben und ganzen Shit. Ich spiele das jetzt sehr vernünftig. Wir hauen hier nämlich deutlich mehr zu als in Legion. Jetzt mit Schieben und sowas? Schieben! Kennen Sie Schafe? Ja. Gut. 15 Gold will er haben? Leck mich am Arsch, greife ich einfach an. Nee, ich hab auch kein Gold gegeben, sehe ich überhaupt nicht ein. Was kann ich tun? So, jetzt ist es erledigt, okay, alles klar. Na, jetzt können wir nach vorne laufen. Dieser Pass ist der einzige
Warte mal, hier steht Schmugglervorrat. Was ist denn das? Wir müssen uns auch doch damit mal beschäftigen. Was ist ein Schmugglervorrat? Ist das Tal nicht majestätisch? Das im Wasser? Kein Wunder, dass so viele hier leben wollen. Ah ja, da unten. Schau mal an. Was beinhaltet der Schmugglervorrat? Bist du eine Stufe aufgestiegen? Nein, natürlich nicht. 13.000! Nee, in Bergbau meine ich. Wie denn in Bergbau? Kräuter sammeln. Nein, bin ich nicht, nein. Ist bei mir alles ausgegraut. Ja, bei mir auch. Gibt's da keine Level mehr hier? Ja, wahrscheinlich musst du das gleich, vielleicht noch lernen, machen, pipapo. War da irgendwas Wichtiges drin in dem? Eine Menge Gold? Und 13.000 Erfahrungspunkte. Also für ein Öffnen der Kiste finde ich das stolz. Ich sehe die Kiste nicht mal. Die habe ich auch gelootet. Das ist World Loot. Ja, aber... Hä? Wird mir aber trotzdem noch angezeigt. Bist du unter dem Steg? Ach, unter dem Steg. Ach, Brodo. Was soll ich mit dir nur anfangen? Ja. Schau mal, das ist doch hübsch. Das hat so ein bisschen was von Nagrand. Da fühle ich mich heimisch. Das ist schön. Ja, jetzt, wo es da Nassos nicht mehr gibt. Was hat dann Nassos damit zu tun? Ja, das war vorher deine Heimat, dachte ich. Ach so. Naja, nee. Helfende Hände sind immer willkommen. So, zum Wagen. Okay, sicher. Wagen. So, die Gezeitenweise von Sturm Sang. Es gibt insgesamt 8 Handlungszweige. Okay. Ah, macht Sinn. Was denkst du, wir haben jetzt knapp 5:30? Wie lange brauchen wir fürs Gebiet? Was ist dein Tipp? 9. Bis 9 Uhr. Du hast nur 3,5 Stunden. Nur? Das finde ich absurd wenig. Dude, es gibt nicht so viele Gebiete in dem Addon. Ich erwarte, dass das relativ lang dauert. Okay. Also ich sag 11. 11, okay. Am Ende würden es 10. Wahrscheinlich. Liliana, schönen guten Abend. Ich möchte bitte meinen ganzen Schund verkaufen. Bläst heftig in die Trillerpfeife, um die Menge aufzulösen. Was für eine Menge? Achso, das ist jetzt hier... Okay. Foul, Bodo, gelbe Karte. Was? Was? Ich hab gepfiffen. Oh ja. Ihr werdet uns sicher retten. Ach, wir werden euch sicher retten? Ja, nee, ist klar, ne? Hier ist Bergbau, Bodo. Oh, andere Richtung. Also, wenn wir fleißig Knospen und Bergbaudinger sammeln, sind wir auf jeden Fall sehr schnell wieder Max-Level, weil ich finde, das gibt alles viel zu viel Erfahrung. Okay, ich hab... Aber ich glaube, das zählt. Also, wenn es hier diese Bonusgebiete wieder gibt, dann. Ach so, ja, vielleicht die haben sie bestimmt abgeschafft, würde ich behaupten. Nee, ich habe jetzt noch 1600 Erfahrungspunkte, das war wegen Double XP. Das ist alles gut. Das ist gut. Aber wofür sammle ich das, wenn ich kein Level steige? Das irritiert mich, dass man quasi einfach abbauen kann, es keine Stufe dafür gibt oder sowas. Wo läufst du überhaupt hin? Hast du die Quest da hinten noch eingesammelt? Nee, ich bin da. Ja, aber die Quest hier an der Brücke hast du eingesammelt. Ich bin an der K10. Also ich habe gerade Bonusziel aufploppen sehen. Jetzt bin ich auch an der K10. Nevermind. Mopsi! Pass mal auf, wo du hinrennst, Mann. Ist auch so, ey. Was zum... Gleich eine Schelle. Zur Hölle? Ja, zur Hölle. Was ist... Ach, die Horde. Verpisst euch doch. Will jemand... Nein. Jo. Okay, und RIP, heimisches Feeling. Okay, so wird aus dem schönen... Oh, Horde, euer fucking Ernst. Aus dem schönen Gebiet ein Scheißgebiet. Och. Muss das sein? Ach, das meinst du mit Bonusgebiet, wa? So eine Scheiße. So, dann müssen wir wahrscheinlich die Quest vorne noch annehmen, ne? Ach so. Wie kann die Bürgermeisterin behilflich sein?
Mann, ich will doch hier nur meine Ruhe haben, ey. So schönes, edles Gebiet und was ist? Okay, wie löscht man was? Hast du das schon herausgefunden? Löschen? Ich sehe keinen Knopf. Könnte nicht sagen. Da bin ich mal gespannt. Was gab das letzte Bonusgebiet immer so knapp 70.000, ne? Ja. Also wie ich finde, das war sehr viel. War das später nicht sogar noch mehr? Irgendwie? Nee. 77.000 war das höchste, glaube ich. Das ist nicht mehr als 40.000. Nee, ich hab 70.000 gesagt. Achso. Feuer gelöscht. Nee, ich kann's dir nicht sagen, wie man's macht. Schon stressig. Naja, dann werden wir wenigstens mal wieder ein bisschen gefordert, ne? Während wir... Ah, du musst diese Wassereimer nehmen, Bodo. Ich habe ich noch nicht gesehen. Steht am Brunnen, beim Wasser. Ah, na, Legion sind wir halt echt durchgerannt. Das war ja absurd simpel. So. 15 Wasser, ist das euer scheiß Ernst? 15 Feuer. Really? Gut, dass wir das zu zweit machen. Das ist auch, das immer ist wieder neue Eimer einsammeln. Ja, eben. Super nervig. Stressig. Ja, wir können froh sein, dass es für uns zusammenzählt. Machst du Wasser? Ich sammle die Sprengladungen. Ja, ich habe eine gesammelt bisher. Hat die auch für dich gezählt? Sprengladung? Ja. Weiß nicht, hat die jetzt für dich gezählt? Nein. Scheiße. Okay, dann helfe ich dir erstmal mit dem Feuer. Dann hilft es ja alles nix. Sehr unangenehm. Tobende Grunzerin. Kannst du 59.000? Immerhin kann man die Eimer Kilometer weit werfen. Immerhin. Nix. Ja, ich habe jetzt hier gerade einen gekillt, der hatte Loot für die Quest. Ich weiß nicht, ob du das abholen willst. Der hatte Loot für die Quest? Ja, Befehle. Da hat er die Befehle bei sich. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, wo du bist. Ah, da. Könnte auf die Karte gucken. Du könntest. Ja, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele P es gab, aber ich bin bei 60% insgesamt. Oh shit, also. Ich habe auch nicht aufgepasst. Kann aber nicht so viel gegeben haben, glaube ich. Der Wassereimer. Brennt ja kaum noch was. Sieht das da hinten als Feuer? Ja, wahrscheinlich. Nein? Off. Was dann?
Warum kann ich das... Warum kann ich nichts mehr aufheben? Ich kann kein Wasser mehr aufheben. Mir fehlt aber noch eins. Ist blöd. Hä? Aber warum? Ist doch hier keins aktiv? Bin ich verwirrt. Frodo, du musst für mich bitte noch eins löschen. Ja. Kannst du mir nochmal genau sagen, wo der Typ, Naja, da wo du stehst. Da, entweder liegt er da oder steht er wieder. Nee, nur einen tobenden Grunzer. Tja, hab ich auch schon gesehen. Ich komme zu dir. Kann mal gucken, ob ich dir helfen kann. Tja, da ist er doch. Weiß nicht, was du hast. Ach, da hinten ist der Typ ganz. Oh, jetzt brauche ich aber Hilfe. Oh Gott, das hätte ich nicht machen dürfen. Ja, ich habe mich quasi jetzt geopfert für Bodo. So, dann hast du zwei Wölfe. Schon immer. Was? Entweder bin ich ein Wolf oder ich habe zwei Wölfe. Achso, ja, das ergibt Sinn. Ja, stimmt, natürlich. Shami hat immer zwei Wölfe. Das ist völlig recht. So, einmal Sprengstoff brauche ich noch. Und das letzte Feuer lösche ich jetzt. Sehr geil. Da ist auch das letzte Mal Sprengstoff. Fehlt mir noch Sprengstoff? Nee, verwüstet, zerstört. Dann wie lege ich die da hin? Wie legt man die da hin? Keine Ahnung. Ich habe auch im Inventar nicht. Ich habe das, ich wollte gerade sagen, ich habe das auch im Inventar nicht mehr. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich das irgendwie angeklickt. Keine Ahnung, wie. Ah, okay, vom Pferd. Aber wild rumgeklickt. Okay. So, die Bürger gerettet. Das ist da hinten. Okay. Bürger retten? Bürger retten müssen wir unten noch. Was kann der Plan? Bürger besänftigt. Oh ne, das habe ich schon. Ach so. Wo ist denn hier der Schatz? Zurückgelassene Vesperdose. Also den Schatz konntest du aber also tatsächlich vorhin noch looten, ja? Hm, unter ja. Dem. Ja, ja. Okay. Wahrscheinlich irgendwo oben oder so. Bräuchte mal eben ein paar Brötchen. Tötet Kommandant Wermut. Hallo, mal nicht so schnell. Okay, ich habe keine Ahnung, wo diese Vase ist. Wo war denn diese Kiste? Ja, die finde ich ja auch nicht. Soll eine Vase sein, aber... eine Dose. Aber... war noch bisher immer so lila hinterlegt, oder nicht? Ich habe sie nicht gefunden. Try your best. Ich muss mal die anderen Quests abgeben, ich bin... lieg bei den ja, hol mal die Quest, dass du den Typen da... töten musst.
Off. Fast 10.000er Crit wieder, nicht schlecht. Lebt weiter. Oh, come on. Die hinten hast du gar nicht gemacht, die Quests dann, oder wie? Welche? 2 und 3. Felskiefer, Saurulisk habe ich noch nicht getötet. Ja, ja, genau, genau. Nee, die habe ich noch nicht gemacht. Nee, ich wollte jetzt den. Ja, dann machen wir jetzt Wermut, ne? Ja. Okay. Nachdem ich ganz frech dieses Kraut gelootet habe. Entschuldigung, die Knospe. Ich nehme mal an, du hast die Dose nicht gefunden. Nein. So eine Scheiße. Ja, dann ist meine Idee, dass sie vielleicht auf dem Dach ist. Das ist auch immer eine Dose auf dem Dach macht, aber. Ne? Ach shit, muss man natürlich da hoch, oder? Das dachte ich mir. Was? Ja, bin quasi gleich da. Da ist er ja. Was richtig gemacht wird. Also wir schaffen hier safe nicht mehr so wie gestern eine Stunde, also eine Level-Up-Stunde, das kann ich mir am besten mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir... Was gibt's da? Gicht-vernebelte Leinen, alles klar. Yo, und wir so? Azeritkanone. Nicht schlecht. Zählt das für uns beide? Weiß ich nicht. Siehst du die Leiste und füllt sie sich? Nein, nur wenn ich irgendwas hätte. Nee, hat sich doch gefüllt. Fertig. Hui. Und hui. Hui. Ja, und wir kennen ja dann Federding, ne? Ja. Kennt man ja. Wir haben ja mittlerweile Erfahrung damit. Aber tatsächlich kann ich die Richtung bestimmen. Gibt's nicht auch so einen Fallschirmgegenstand? Ja, gibt es. Wäre ja eigentlich geiler als, als dein Federzauber, wenn er nur... Ja, aber den konntest du nur in einem bestimmten Gebiet benutzen. Sicher? Hat der Ingenieur nicht irgend so ein Gadget? Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert, aber... Vielleicht doch doch! So, ich würde jetzt gerne erstmal die Quests unten machen, bevor wir weiter hochgehen. Gibt es nämlich auch wieder Quests in der Stadt. Oder in diesem kleinen Dorf. Hallo? Der Augustus hätte gerne was von uns. Die bringen auch ein bisschen weniger EP, die Quests, oder? Die gestern gaben teilweise seit 16.000. Nee, 21.000 sogar. Das meiste. Gestern? Ja. Ja, hier gibt es 20.000. Wo ist das Problem? What? Ich dachte, hier gab es 16.000. Na. Also scheinen die da am Ende doch ähnlich zu sein. Ich habe gestern 20.000 bekommen. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie der Wechsel von 111 auf 112 ist. Ob das dann auch wieder nur so 20, also quasi eine Quest mehr ist. Oder ob es wirklich mehr ist. Bin ich sehr gespannt. Machen wir den Rare? Glaubst du, das schaffen wir? Sicherlich. Ich weiß gerade nur nicht, wo du bist.
Wahrscheinlich schaffen wir das vermutlich sogar nicht, weil das nicht so leicht ist wie... Wie viel hat der? Wohl, geht eigentlich. Nee, das ist er gar nicht. 74.000 Leben. Auf mir easy. Oh, 126.000. Ja, weil du den jetzt mit angegriffen hast. Und natürlich Akku habe. Die 1.300 Schaden. Ja gut, hätte ich natürlich ausweichen sollen. Das tank ich weg. So. Ui. Das hat sich gelohnt. Herzen von Azeroth hat Macht bekommen und ich habe einen fetten Rücken bekommen. Ja, habe ich auch. Ja, moin. Das Herzen von Azeroth, den geht automatisch rein. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, ja. Wo ist denn da die Leiste davon, wie sie das füllt? Ja. Keine Ahnung. Achso, ne, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall was bekommen. Wir haben Macht bekommen und das ist gut. Also Rares töten. Gibt deutlich besseren Loot, als wir aus Legion haben. Definitiv, ja. Irgendwie 40 Gegenstandspunkte mehr. Ja. Endlich gibt's schöne Veränderungen, ey. Ich bin einfach so traurig, dass... Ich meine, ganz ehrlich, ich laufe hier immer noch mit fucking Mythic Wallets of Draenor Zeug rum. Also... Wenn ich das alleine beim Questen nicht ersetzt habe, während Legion, dann weißt du Bescheid. Hier ist ein Bergbaumaterial, ich möchte dich darauf hinweisen. Dankeschön, das habe ich gesehen. Ich wollte erst unsere Quest vorantreiben. Das kenne ich gar nicht von dir. Was? Du hast wahrscheinlich gerade Kräuter eingesammelt. Das ist völlig richtig. Ja, dachte ich mir. Ja? Muss auch mal an meinen Job denken, okay? Ah, I like these damage. Wer bist du? Sauerzahn. Ach, als ob wir die nicht auch gleich noch killen müssen. Ich hab schon zwei von den Fetten gesehen. Safe Call, dass das die Folgequest ist. Böte Sauerzahn. Hold ja. Der hat weniger Leben als der Rare. Was wollen die von uns? Ich sollte mich nur gleich mal heilen, wenn es geht. Oh, du hast mich geheilt. Oder ich bin. Das hau ich hier nebenbei so raus. Schwer begeistert. Ist das das, was mich über Zeit heilt? Oder ist das nur eine schnelle Heilung gewesen? Das war nur eine schnelle Heilung. Easy, wie der Bodo mit den schnellen Heilungen durch den Club wirft. Weißt du, was ich aber immer noch nicht beendet habe? Bürger von Dings besänftigt. Wo mache ich das? Du stehst da einfach irgendwie rum. Zumindest ist es bei mir passiert, in dieser Stadt. Okay, weil ich das auf der Map nicht markiert habe. Die du mit deiner Pfeife vertrieben hast, die musst du irgendwie noch besänftigen. Okay, guck mal, ich habe gerade 20.000 Erfahrungspunkte bekommen, ja, dafür, dass ich Sauerfang getötet habe. Das ging innerhalb von 10 Sekunden. Ja, das ist richtig. Eigentlich gefühlt schon wieder ridiculous. Aber hey, das ist jetzt nicht mein Bier. 82%. 87. Also wir sind quasi gleich auf wieder, das ist ganz, ganz fein. Wenn du auch immer noch diese kleinen Schatztruhen findest, die dir irgendwie 11.000 bringen. Das stimmt. Dann levelst du wirklich, wirklich wieder schnell. Ich meine, weil du sollst recht sein. Wenn wir das auch noch schaffen, ne? In unserer Zeit, die wir jetzt hier noch gemeinsam haben. Das Ding heißt irgendwie, das heißt Brennerdamm. Dann haben wir es, also dann ist echt... Ne, dann weiß ich auch nicht. Benötigt wütender Mob. So einfach ist es aber nicht. Wo ist denn hier ein wütender Mob? Nee, du sollst die Pfeife auch nicht einsetzen. Bin hier einfach durch diese Stadt gelaufen. Vielleicht redest du mal mit jemandem oder so. Kein Plan. Menge auseinandergetrieben. Habe ich Bürger von Bannern besänftigt. Treibt die Leute auseinander und beruhigt sie dann. Ich kann da oben mit jemandem reden. Warte mal. Ihr seid nicht von hier, oder?
Wo ist der wütende Mob? Ruhige See und guten Wind. Kann es sein, dass ich das verkackt habe, weil ich weggerannt bin zwischenzeitlich? Das kann sein, ja. Die Miliz war seit Tagen nicht mehr auf Patrouille. Ihr denkt nur, ich mach die Quest nochmal neu. Grüße. Für die Soldaten. Treibt die Leute auseinander, die Brüder Pike bedrängen. Also hier, dieser Mob. Menge auseinandergetrieben, Bürger von Brennerdamm besänftigt. Ich muss sie, muss ihn auf die Fresse hauen. Das kann ich ja nicht machen, wenn die gar nicht mehr existieren, weil ich längst weggerannt bin. Das ist ja was völlig anderes. Ich habe keinen Plan, wie ich das aktiviert habe, aber auf einmal kam ein Typ da aus dem Gebäude rausgelaufen, das war erledigt. Ja, ich bin fertig, alles cool. Muss einfach neu starten. Ja, plötzlich mal eine Quest mehr, ne? So, hast du die Quest dahin wahrscheinlich dann schon abgegeben gerade, ne? Ja. Haus Sturmsang? Ja. Haus Sturmsang hat sich schon verändert, ne? Kommen wir jetzt mal wieder zu dir. Schwere Kost. Die Action ist nämlich gleich da auf der Ecke. 3 Quests müsstest du da bekommen. Ich bin gleich da. Auf der Brücke, ja? Ja, hier. Der Typ gibt dir 2 und dann gibt dir Taelia noch eine. Versucht euer möglichstes Champion. Und wo ist die? Achso, hinter mir. Das ergibt Sinn. So, Leute, wir müssen aber wieder ein Folgenende machen. Sonst geht es schon wieder zu lang und dann ist das Projekt wieder so schnell fertig. Das heißt, wir schlagen uns weiter durch dieses Sturmsanggebiet. Bisher finde ich es ganz nett. Der Angriff der Orks war schon, der Horde war schon unnötig. Ja. Aber den müssen wir halt in die Flucht schlagen. No offense. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.